Was geht ab, Leute? Spätiboy wieder am Start mit einem neuen Video. Hab ich irgendwie Schweißflecken oder so? Weil du gerade eben so geguckt hast. Sind die da? Bruder, zeig mir mal anderen Arm. Ja, ist da. Echt? Schweißfleck. Ist da! Das ist auf jeden Fall nice. Bruder, das ist kein Schweißfleck mehr, das ist ein Bodensee. Geil. Digga, das ist kein Bodensee mehr, das ist Mittelmeer, ja? Okay. Barit und ich. Hi. Ich muss hier, warte kurz. Katata. Mit dabei natürlich. Man sieht ihn schon die ganze Zeit. Achso. Oh Mann, der die behindert. Sascha ist hinter der Kamera, er umschreibt eine Person und Barit und ich müssen natürlich erraten, welche Person er gerade am Umschreiben ist. Und ich würde einfach mal sagen, wir fangen an. In 3, 2, 1. Ich muss noch ganz kurz die Lichtverhältnisse hier im Studio aber 3. Ganz kurz. Studio 4. Studio 4, sorry. Also, ganz kurz schon mal vorab, ich bin männlich. Und der ich spiele in der Kinderserie mit, die ist nicht echt, also ich bin eine fiktive Person. Inscope. Ist gerade dein Ernst mit Inscope? Ja, der macht doch hier bei Sing, oder Singer, wie das heißt. Ja, dann wäre ich aber der Charakter und nicht Inscope. Also ich bin in der Serie dafür bekannt, dass ich richtig dumm bin. Ich bin richtig dumm und ich habe einen besten Freund und mein bester Freund... SpongeBob, Patrick! Ich war schneller. Ja. Nein. Punkt für Bari, ich da! Machen wir weiter mit der nächsten Person. Ich bin weiblich. Und ich würde schon behaupten, dass ich eine relativ hohe Position habe in dem, was ich mache. Angela Merkel. Ja. Als ob du... Junge, ich fick euch heute hier alle. Was wollt ihr? Okay, sag mal was. Okay. Weiter. Okay. Mit dem Inscope-Merch, Leute, da werdet ihr... Kauft mein Merch, glaubt mir. Ihr werdet einfach einen Tick schlauer. Ja. Stimmt, bei mir steht da nicht Inscope drauf. Ja, ich bin männlich. Julian Bam. Und mit meinem Hobby... Also ich mit dem, was ich mache, also das kann ich richtig gut und damit habe ich auch mal mein Geld verdient oder verdiene damit immer noch Geld. Ich spiele Fußball. Ich habe... Was? Ronaldo, Cristiano Ronaldo? Nee. Ich hatte... Du hast mal Fußball gespielt. Ja, ich glaube, aber ich spiele immer noch, aber in einem kleineren Club. Mhm. Aber ich bin weltbekannt durch Fußball geworden. Richtig weltbekannt. Zidane? Nee. Ich hab, Maradona? Nee, ich habe komische Zähne. Ribéry? Nein. Zlatan Ibrahimovic. Nein, Jungs, die spielen ja alle noch in Topclubs. Ja, stimmt. Ich habe lange Locken, relativ längere Haare. Ah! Kenn ich gar nicht. Doch, der ist bei Classics immer bei FIFA. Füller! Mann, keiner rafft's, Alter. Schau, Digga. Schau. Hat er Locken? Jungs, ich kann übel gut tricksen. Ich spiele richtig krass. Ronaldinho. Ja. Tschüss. Der spielt in kleinen Clubs. Hallo. Bist du behindert? Mittlerweile spielt er in einem kleineren Club. Ich bin wieder männlich. Ich bin so, ich schätze mal, Ende 20, Mitte 30 um den Dreh. Ich bin berühmt oder bekannt durchs Fernsehen. Ich habe mit einem Kollegen zusammen eine Fernsehsendung. Klaas Joko. Joko und Klaas, ja. Ja, Joko. Nix so. Das gibt's doch nicht, Mann. Okay, auf geht's. Okay. Das kann doch nicht sein, Junge. Jetzt geht's los, oder? Okay. Jetzt geht's los. Ich bin dick und war früher auch mal dünner. Und ich mit dem, was ich, mein Hobby habe ich zu meinem Beruf gemacht. Also ich verdiene eigentlich Geld, indem ich Scheiße rede. Inscope? Ja. Gerade hatte ich Inscope im Kopf. Als er gesagt hat, indem ich Scheiße rede, kam okay, Inscope in meinen Kopf. Weißt du eigentlich, was es heißt? Du verlierst jetzt einfach. Komm. Okay. Ich bin, sorry, aber ich bin wieder männlich. Okay. Und ich bin relativ klein, also ich bin schon... Barit. Ey, komm, Alter. 6-1 oder so, gell? Du verlierst jetzt einfach. Das gibt's doch nicht. Warum weißt du das alles? Warte, ich weiß doch, wie ich aussehe, Digga. Okay. Oh mein Gott. Ich war mal eine Zeit lang, also wieder männlich, ich war mal eine Zeit lang mega krass im Gespräch, immer richtig gehypt auf Facebook. Pietro Lombardi. Nein. Ich habe jetzt aber nur auf Facebook, oder? Nur auf Facebook. Zwiebelsohn. Nein. Ich hab... Hoch die Hände Wochenende? Nein. Aber meine Freunde haben eigentlich immer für mich die Videos gedreht. Also ich habe nie die Kamera, also das Handy selber in der Hand gehabt. Die Videos wurden immer von mir gemacht. Ich habe einen relativ witzigen Namen. Geschwätz, Geschwindel. Ich weiß nicht, wie der heißt, aber der... Den kenne ich gar nicht. Schokosoße, Schoko. Du meinst mir Geschiss? Ja. Nee. Ah. Und ich sehe relativ verstrahlt aus. Also man... Unsympathisch, Schiffer. Fast. Das ist mein großer Bruder. Ich habe eigentlich immer eins gesagt und das ist Armin Akolm. Niemals! Oha. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Niemals! Seid ihr blöd? Guck die Wiederholung an! Giraffe!
Siehst du, habe ich doch gesagt. Ich hab gewonnen. Denn weiblich, logisch. Ich verdiene mein Geld damit eigentlich, dass ich mich sehr freizügig zeit. Katja Kasowice. Katja Kasowice. Digga, ich guck jeden Tag an und mach immer. Safe irgendwie abgesprochen, nein. Alter. Ja, genau. Kurz, wo ich die Kamera holen war, so. Genau. Ey, Bro, mach. Eine Rolle, Spendi, wenn du beide machst, hast du gewonnen. Easy. Okay. Ich bin nämlich ruthless, ich verliere nie. Super, dass wir das geklärt haben. Moment, ich überlege. Ich? Nee. Schade. Warte, ich überlege noch ganz kurz jemanden, den ich dafür nehme. Oder wächst bei dir im Bart? Hm? Wächst bei dir im Bart? Digga, schon immer nur ich rasiere, nur heute war ich faul. Hast du gemacht oder was? Hast du gemacht, Ding. Alles klar. Ich mache Musik. Weiblich, männlich? Ich bin männlich. Crow. Nein. Haftbefehl. Nein, jetzt hast du wieder. Nein. Ja, lass ihn doch mal erstmal aussprechen. Ich mache eigentlich schon relativ lange Musik. In dem Genre, in dem ich mich so begebe, bin ich schon relativ bekannt. Bushido. Jesus, Mann. Casey Rebel. Nein. Sido. Nein. Und was für eine Art Musik? Sorry. Doch, Deutschrap passt schon. Mhm. Und ich fahre einen Mercedes. Farid Bang. 187. Was hast du gesagt? Farid Bang. Farid Bang. Okay. An den Spasten denke ich doch nicht. Wer ist das? Wollt ihr einen YouTuber zum Abschluss? Ja. Okay, dreh mein Kanal mit dem, also ich habe einen Kollegen, mit dem drehe ich immer so zweit Videos. Stefan Gehrig. Nee. Und wir beide haben einen Kanal, wie gesagt, wir betreiben den zu zweit. Junggesell, Nils und Simon. Ja. Du lachst und du ja, meinst. Ja, aber Nils und Simon, ich bin ja nur einer. Ja, Nils. Simon. Simon. Ey, das wäre deine Chance gewesen, Nils. Nils wollte ich wissen, ey Mann. Digga, der hat dich 10. Mal ist da. Er hat dich übel abgezogen. Ich weiß aber nicht, was los ist, ja. Gut, ich würde mal sagen, das war's mit dem Video. Ich hab verloren.